Also ich lehne jegliche Form von Hetze ab und ich lehne auf der anderen Seite jegliche Form von falsch verstandener Toleranz und Träumerei im Integrationsbereich ab. Ich glaube, beides bringt uns nicht weiter. Es braucht eine vernünftige, lösungsorientierte, faktenbasierte Politik der Mitte in der Integration, wenn man vorankommen will. Und die Hetze ist genauso schlecht wie das Schönreden von Problemen und mit beiden haben wir ein Thema. Apologeten sind Entschuldiger. Das Gegenteil von Hetzern und nicht weniger übel. Das Problem ist, dass diese von großen Teilen der Gesellschaft nicht als Gift für die Auseinandersetzung erkannt werden. Ich zeige die Tricks der Apologeten auf, weil rhetorische Tricks und Kniffe, Immunisierungsstrategien und Zensur nicht hilfreich sind. Die helfen wirklich niemandem. Im Gegenteil, sie schaden nur, weil eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema verhindert wird, und zwar nicht weniger wie bei Hetzreden. Das schadet den Moslems, das schadet allen anderen. Wenn der Islam friedlich und gut ist, dann braucht man keine Tricks und Kniffe, um ihn vor Kritik zu schützen. Dann genügt es, die Kritik mit Vernunft und Wahrheit zu widerlegen. Wenn eine Sache untersucht wird, sollte dann nicht das Ergebnis offen sein? Und sollte dann nicht jeder der Beteiligten auch offen sein für die Möglichkeit, dass als Ergebnis herauskommt, dass die Kritik gerechtfertigt ist? Ist es nicht ein Gebot der Ethik und Vernunft, dass man versucht, die Wahrheit zu finden, selbst wenn das für 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt dann unangenehm sein könnte? Und wenn mit Wahrheit und Vernunft, gänzlich ohne Hetzen und Verteidigen, einfach mit seriöser Rede und Gegenrede die Kritik nicht entkräftet werden kann, eben weil die kritisierten Zustände tatsächlich so sind, könnte es dann nicht sein, dass diese Kritik gerecht ist? Und sollte ein mündiger, vernunftbegabter Erwachsener diese tatsächlich als Schwächen erkannten Schwächen seiner Ideologie dann nicht aufgeben? Bevor man das alles aber machen kann, muss man die Apologeten entlarven, genauso wie die Hetzer. Falsche Behauptungen und unseriöse Immunisierungsstrategien sind schädlich, denn sie verfälschen die Ergebnisse. Den Islam gibt es ja gar nicht. Man hört dieses Argument immer wieder, aber das ist natürlich kein Argument, sondern eine Behauptung. Eine falsche noch dazu. Denn wenn das stimmte, erübrigte sich jede Diskussion darüber. Der Islam ist eine friedliche Religion? Eine problematische These, wenn man an anderer Stelle postuliert, dass es doch gar keinen Islam gäbe. Wenn also in einer Diskussion jemand so etwas behauptet, sollte man nicht so tun, als würde man das verstehen, sondern wirklich nachfragen. Was meinen Sie damit? Und wie sind die Argumente für diese Aussage? Wenn da dann irgendwie behauptet würde, es gäbe ja verschiedene Gruppen oder gar Einzelindividuen, dann ist das so ähnlich, als würde man sagen, den Wald gibt es ja gar nicht, es gibt nur einzelne Bäume. Jeder weiß, wenn man nur lange genug differenziert, gibt es schließlich nur mehr Einzelhandlungen ohne Kontext und damit auch nichts mehr, worüber man reden könnte. Sammelbegriffe sind nötig, damit man überhaupt sinnvoll über Themen reden kann. Den Islam gibt es. Und wenn man sich nur ein bisschen damit beschäftigt, wird recht rasch klar, was der Inhalt der Religion ist. Abseits der recht inhaltsleeren Definitionen, die man sonst so findet. Und tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Ist übrigens auch in der Religion des Friedens. Also wenn das nicht so gemeint ist, braucht der jeweilige Gott einen Sprachkurs. Ein anderes Argument, das man so hört, ich interpretiere selber, was ein Moslem ist. Man stelle sich jemanden vor, der regelmäßig im Steakhouse ist und sich die ganze Karte rauf und runter genehmigt. Und dann stelle man sich vor, dieser jemand würde von sich aber trotzdem behaupten, er sei Vegetarier. In so einem Beispiel ist sofort jedem klar, dass derjenige sich lächerlich macht. Und wenn so einer dann sagt, er definiert selbst, was ein Vegetarier ist,
Und in seiner Vorstellung kann ein Vegetarier Fleisch essen, da ist das Ende jeder Diskussion erreicht. Denn derjenige hat die Ebene vernünftiger Auseinandersetzung erreicht. Und das ist der Vorteil klarer Definitionen. Man kann erkennen, wenn jemand die Ebene der Vernunft verlässt, wenn er beginnt, willkürlich neu zu definieren. Wenn jemand behauptet, Pi sei exakt 3, kann die Behauptung, er sei ein richtiger Mathematiker, nicht wirklich verteidigt werden. Und wenn so einer nun sagt, er sei es trotzdem, weil er selber definiert, was ein Mathematiker ist, dieselbe Geschichte wie beim fleischessenden Vegetarier. Bei Moslems gibt es diese klare Definition eben nicht. Und wir können mutmaßen mit Absicht. Und da darf man dann nicht in die Falle tappen, wenn so ein Moslem daherkommt und sagt, er interpretiert den Koran friedliebend. Natürlich darf er das. Das ist das Recht der Aufklärung. Jeder darf in unserem Rechtssystem den Islam so interpretieren, wie er will. Im islamischen Rechtssystem darf er das nicht. Eindeutig nicht. Tut er es trotzdem, ist er kein Moslem. Vielleicht wird die Fehlerhaftigkeit dieses Arguments oder eben Nicht-Arguments anschaulicher anhand dieser Analogie. Darf ein Deutscher oder Österreicher Mitglied einer Nazi-Partei sein? So richtig mit Hakenkreuz und Hitler-Verehrung und allem, was so dazugehört. Die Antwort dürfte recht eindeutig sein. Nein, darf man nicht. Kann man jetzt dieses eindeutige Verbot damit aushebeln, dass man als Österreicher einfach sagt, aber in den USA, da gibt es eine Nazi-Partei und wenn ein Österreicher Amerikaner wird, dann darf er dort Mitglied werden. Also ist es auch Österreichern erlaubt, Mitglied einer Nazi-Partei zu werden. Nein, Österreicher dürfen trotzdem weiterhin nicht Teil solcher Parteien sein. Wenn jemand das österreichische Regelwerk verlässt, Amerikaner wird und dann, ohne sich strafbar zu machen, Teil einer Nazi-Partei wird, dann hat er das Österreichersein verlassen. Dann ist er kein Österreicher mehr. Und wenn ein Moslem das islamische Regelwerk verlässt und sich auf die Werte der Aufklärung berufend den Koran nach eigenem Ermessen interpretiert, dann ist er kein Moslem mehr. Dann ist er jemand, der zumindest in diesem speziellen Aspekt die Werte der Aufklärung vertritt. Jemand, der amerikanischer Staatsbürger wird und die österreichische Staatsbürgerschaft aufgibt, der kann danach nicht mehr behaupten, er sei trotzdem weiterhin Österreicher, weil er das für sich selber so definiert, was ein Österreicher ist. Die Regeln, was ein Österreicher ist und was nicht, sind klar definiert. Da gibt es nicht viel Interpretationsspielraum. Und beim Islam ist es dasselbe. Und man kann hier auch nicht anführen, dass es verschiedene islamische Sekten gibt, die sich ja auch erbittert bekämpfen, die streiten um innerislamische Detailfragen und keine von diesen Sekten erlaubt es, den Koran nach eigenem Ermessen frei zu interpretieren. Wenn nun so einer behauptet, er sei trotzdem ein Moslem, auch wenn er den Koran uminterpretiert, dann ist er wie ein fleischessender Vegetarier, wie ein Mann, der freiwillig ausschließlich Sex mit Männern hat, aber trotzdem darauf beharrt, hetero zu sein, wie ein Autofahrer, der mit 130 km/h auf der Autobahn unterwegs ist und behauptet, er würde zu Fuß gehen. Er redet Unfug. Und eine Gruppe von zustimmend nickenden, nicht wissenden Zuschauern ändert nichts daran, dass so jemand Unfug redet. Wenn du so argumentierst, dann argumentierst du ja gleich wie die Terroristen vom IS oder der Al-Qaida. Das ist ein Argument, das recht schwer zu durchschauen ist, weil es eine Unterform einer sehr effizienten Abwehrstrategie ist. Wenn man es aber mal durchschaut hat, dann ist es ganz einfach. Es handelt sich um eine Variante des Angriffs auf die Person. Dieser Trick wird dann eingesetzt, wenn man auf sachlicher Ebene nichts mehr zu bieten hat. Das heißt, die Diskussion eigentlich bereits verloren hat. Das ist hochgradig unseriös, und das muss man dann nur aufzeigen. Da man auf sachlicher Ebene nichts mehr bringen kann, versucht man das Gegenüber selbst zu diskreditieren, ihn selbst als unglaubwürdig darzustellen. Und wenn einem das dann gelingt, dann kann man den Effekt herausholen, dass dann auch die Aussagen desjenigen
als unglaubwürdig erscheinen. Eine primitive Variante davon ist das altbekannte: Hast du selber Kinder? Nein, dann kannst du zum Thema Kinder auch nicht mitreden. Oder du forderst XYZ, das hat auch der Hitler gefordert. Also, um es klar zu sagen, eine Aussage ist entweder wahr oder falsch. Es ist völlig irrelevant, wer eine Aussage tätigt. Die Person ändert rein gar nichts am Wahrheitsgehalt einer Aussage. Wenn ein Politiker behauptet, dass ein Kopfschuss mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich enden wird, dann ist das wahr. Obwohl es ein Politiker gesagt hat, bleibt es trotzdem wahr. Und eine Aussage über den Islam ändert ihre Qualität nicht. Egal, ob der Islamische Staat, die Al-Qaida, Donald Trump oder das FBI etwas dazu behauptet. Alles völlig egal. Es ist die Aussage selbst, die untersucht und gegebenenfalls kritisiert werden muss. Der Islam wird nur von den Herrschern der arabischen Länder missbraucht. Der Islam selbst ist friedlich. Also, dass der Islam von irgendwelchen Herrschern missbraucht wird, das kann so sein. Der Islam hat einige Mechanismen, die für einen Tyrannen durchaus praktisch sind. Und es ist denkbar, dass ein Tyrann selber in Wahrheit nichts mit dem Islam am Hut hat, aber die islamischen Regeln ganz gerne benutzt, etwa um die Bevölkerung einzuschüchtern oder Kontrahenten loszuwerden. Da könnte man dann fragen, warum der Islam so leicht zu missbrauchen ist, aber gut. Grundsätzlich ist die Behauptung, der Islam würde missbraucht und falsch benutzt, plausibel. Also akzeptieren wir diesen Teil dieses Arguments. Aber der zweite Teil, der ergibt sich nicht im geringsten aus dem ersten. Warum sollte der Missbrauch einer Ideologie ein Beleg für die Friedlichkeit der Ideologie sein? Also ganz klar, not an argument. Der erste Teil bedingt nicht den zweiten. Der erste Teil hat keinerlei argumentative Kraft, die die Behauptung, dass der Islam friedlich sei, unterstützen würde. Terroristen sind ja gar keine richtigen Muslime, töten ja auch andere Muslime und überhaupt der Großteil der Muslime ist friedliebend. Solche Aussagen kann man ebenfalls einfach mit dem Not an Argument-Verweis ablehnen. Dass Terroristen keine richtigen Moslems sind, müsste erst bewiesen werden. So ist das nur eine Behauptung. Sie töten ja auch andere Muslime, ist eine Art kein wahrer Schotte-Argument. Eine Argumentationslinie, die in jede Richtung geht und in keiner Richtung weiterhilft. Jeder kann behaupten, dass der andere kein richtiger Moslem sei. Derjenige, der andere Moslems umbringt, behauptet genauso, dass die Opfer keine Moslems seien. Wie die Kritiker der Terroristen behaupten, dass eben dieser Terrorist kein Moslem sei. Kein Argument also, sondern ein Kreisschluss, der nirgends hinführt, aber gut ablenkt. Und dass der Großteil friedliebend sei, ist auch wieder eine Behauptung, die erst bewiesen werden müsste. Ich bestreite das ja jetzt nicht, aber als Argument zählt es erst dann, wenn es Belege gibt. Dann, ich kenne einen Moslem und der ist total nett, friedlich, aufgeklärt, hilfsbereit etc. Das ist ein Argument, das man nicht geringschätzen kann, denn wenn jemand gute Eigenschaften hat, dann ist das auch anzuerkennen. Aber diese Anerkennung gebührt nur dieser einzelnen Person. Die Problematik ist klar. Das Argument muss aus zweierlei Gründen zurückgewiesen werden. Zum einen, es wird ja im umgekehrten Fall auch nicht erlaubt zu argumentieren. Ein Moslem verübt einen Anschlag. Wehe, wenn man da andeutet, das könnte etwas sein, das alle Moslems gemein haben. Wenn Negativbeispiele grundsätzlich nicht erlaubt sind, warum sollten dann Positivbeispiele erlaubt sein? Jetzt gleich dazu, solche Beispiele sind in beide Richtungen natürlich sehr wohl erlaubt. Man müsste allerdings bei jedem Beispiel genau darlegen, warum dieses Verhalten klar religiös motiviert ist, also kausal mit der Ideologie in Verbindung steht. Und zum anderen kennen wir ja alle auch einen Moslem. Und egal wie gut der Moslem ist, der hier als Beispiel, als positives Beispiel gebracht wurde,
Es gibt einen Moslem, der in jedem Fall besser war. Mohammed. Also entweder dieser besagte Moslem war genauso wie Mohammed selber, dann kann man ja gleich zum Original gehen. Oder aber er ist nicht so wie Mohammed, dann ist er aber kein gutes Beispiel für einen wahren Moslem. Nächstes Thema. Die Scharia ist nicht so eindeutig, denn die Scharia in Saudi-Arabien ist eine ganz andere als in Indonesien oder in anderen Gegenden der Welt. 1400 Jahre Entwicklungszeit. Da gibt es offene Fragen nur mehr in rechtsspezifischen Detailfragen. Das große Ganze ist geklärt. Wenn man jetzt unterschiedliche Ausformungen der Scharia auf der Welt beobachten kann, liegt das daran, dass sie unterschiedlich großen Einfluss hat. Die Scharia ist also nicht unterschiedlich, sondern mal mehr, mal weniger komplett umgesetzt. Auch in Österreich gibt es bereits die Scharia. Wann haben Sie denn zuletzt einen guten Mohammed-Witz gehört? Das ist Scharia. Und in österreichischen Gerichten kann es im Zivilrecht absolut vorkommen, dass Streitigkeiten nach den Gesetzen des Landes beurteilt werden, in denen der Streit seine Grundlage hat. Hauptsächlich Vertragsverletzungen und Ehe. Und wenn in diesem Ursprungsland dann die Scharia gilt, dann eben nach Scharia. Übrigens, das war immer schon so, das ist keine neue Erfindung. Es geht da darum, dass man nicht betrügen kann. Zum Beispiel in einem Vertrag, was reinschreibt, das in diesem Land erlaubt ist, aber in Österreich verboten ist. Dass man dann dort von diesem Vertrag profitiert und dann in Österreich diesen Vertrag auflösen will. Sich nicht mehr daran halten will. Man soll nicht unterschiedliche Rechtssysteme gegeneinander ausspielen können. Was aber schon neu ist, sind die Scharia-Gerichte in Großbritannien. Ein offensichtlicher Fall von Paralleljustiz. Der zweite Grund, warum es auch Unterschiede in verschiedenen Scharia-Staaten gibt, ist der, dass die Scharia unzulänglich ist. Es gibt Dinge in der modernen Welt, die allein mit den Mitteln der Scharia nicht zu regeln bzw. zu klären sind. Und da springen dann normale Gesetze des Landes ein. Und die sind dann von Land zu Land unterschiedlich und existieren parallel zur Scharia. Ja, selbst in Saudi-Arabien. Nächstes Thema, Dschihad. Da behaupten viele, beim Dschihad geht es nicht ums Kämpfen, sondern um die innere Einstellung, das Bemühen, ein guter Moslem zu sein. Da ist nur der zweite Teil der Aussage richtig. Natürlich ist der Dschihad ein Gesamtkonzept. Alle Handlungen, alle Bemühungen, die der Sache des Islam dienen, auch wenn es rein subjektiv um die innere Einstellung geht, das alles ist Dschihad. Aber eben auch der Teil, wo es darum geht, die Kuffar zu unterwerfen, zu demütigen oder zu töten. Alle Vorschriften bezüglich des Umgangs mit dem Kafir, das ist ebenso Dschihad. Der ist sichtbar und oft erschreckend. Das ordentliche Einhalten der Scharia ist ebenfalls Dschihad. Die Tatsache, dass die harmlosen Aspekte des Dschihad eben harmlos sind, bedeutet nicht, dass der Dschihad deswegen insgesamt ungefährlich ist. Mohammeds Eroberungskriege, die alle waren Dschihad. Die Eroberungszüge und Schlachten der Nachfolger waren Dschihad. Enthauptungen wegen Blasphemie sind Dschihad. Wird also der Dschihad kritisiert, ist der Verweis auf andere Aspekte, die harmlos sind, nicht dienlich. Eine Manipulation, die von den gewalttätigen Aspekten ablenken soll und deswegen zurückzuweisen. Was man auch oft hört, aber die Kreuzzüge. Ein Argument, das in Wahrheit gar keines ist. Es wird in dem Moment komplett neutralisiert, sobald das Gegenüber kein Christ ist. Bei einem Christen, da wäre es eine tu quoque, also eine du ebenso Verteidigung. Aber wenn diese Argumentation sofort nichtig wird, nur weil das Gegenüber zum Beispiel ein Atheist ist, dann war das Argument von vornherein nicht besonders gut. Und inhaltlich, wenn mein Geschichtswissen mich jetzt da nicht trügt, dann war der Auslöser für die Kreuzzüge nicht die christliche Ideologie, die irgendwie einen Krieg gegen Muslime fordern würde, sondern eine Reaktion auf Überfälle von Moslems auf christliche Pilger.
Aber wie auch immer, selbst wenn es reine christliche Aggression gewesen wäre, das Du doch auch Argument heilt kein eigenes schlechtes Verhalten. Und als letztes noch das Argument, damit verletzt du die Gefühle von Muslimen. Kein mündiger und vernünftiger Mensch kann diese Argumentationslinie ernst nehmen. Zum einen sollte klar sein, dass diese Aussage kein Argument ist und deswegen auch keine Aussage nur im geringsten entkräften wird. Zum anderen ist ganz offensichtlich, dass man die sachliche Ebene verlassen will und auf die emotionale geht. Also ein offenkundiger Versuch, Kritik mit sachfernen Mitteln zu unterdrücken. Und es ist nicht erwachsen. Wenn ein Kind im Rechentest 7 Fehler hat, wird man diesem Kind sagen müssen, dass da 7 Fehler sind. Und das Argument, damit verletzt du aber meine Gefühle, ändert gar nichts an den 7 Fehlern. Dem Kind kann man beistehen und auch das Kind kann man trösten, aber die Fehler bleiben. Und bei Erwachsenen ist sowas einfach nur mehr lächerlich. Ein Erwachsener, der sich in objektiven Sachfragen, solchen Fragen also, die mit Gefühlen nichts zu tun haben, mit dem Verweis auf seine verletzten Gefühle wehrt, der begibt sich damit auf Kleinkindniveau. Für mich selber ist es schon schwer genug, wenn Erwachsene unsichtbare Freunde haben. Das ist bei Kindern niedlich, bei Erwachsenen aber gruselig. Solange man mich aber damit in Ruhe lässt, ist das kein Problem. Dann ist das deren Problem. Respekt kann es für sowas aber nicht geben. Nur Toleranz. Und Rücksichtnahme auf die Gefühle einzufordern, um damit Ideologien zu schützen, das ist mehr als nur unredlich. Das ist provokant. Übrigens kann ich mich nicht erinnern, dass jemals jemand auf die Gefühle von Scientologen, von Mormonen, Freiheitlichen oder Grünen Rücksicht genommen hätte im Streitfall. Aus naturrechtlicher Sicht sind Gefühle übrigens ebenso nicht zu beachten. Da niemand weiß, was der andere wirklich fühlt und ausgelöste Gefühle niemals nur eine Ursache haben, sondern immer eine Mischung aus Umständen und früheren Erfahrungen sind, kann auch nie einer allein für die Gefühle eines anderen verantwortlich sein. Alle gesetzlichen Verbote, die in irgendeiner Form auf die gemutmaßte Verletzung von Gefühlen oder der Ehre beruhen, sind klar naturrechtswidrig und damit als Ganzes rechtswidrig. Damit werden jetzt einige der gängigsten Immunisierungsstrategien entlarvt und widerlegt. Und eben weil das jetzt sehr islamkritisch erscheinen kann, es geht nur bedingt um den Islam, denn alles Gesagte gilt auch für jede andere Ideologie. Nur kommt vieles davon bei anderen Ideologien nicht vor. Es geht darum, dass in Zukunft unseriöse Immunisierungsstrategien, wie die oben erwähnten, nicht mehr benutzt werden und bei der Diskussion um das Thema seriös diskutiert wird. Keine Tricks und Kniffe mehr, sondern Fakten und Vernunft. Und ja, natürlich mutmaße ich, dass eine seriöse Diskussion ohne Hetze, aber auch ohne Immunisierungsstrategien, eine Diskussion alleine beruhend auf Vernunft und Wahrheit, dass so eine Diskussion für den Islam nicht gut ausgehen wird. Vielleicht irre ich mich ja, wahrscheinlich aber nicht. Alles zusammen, Jus Balch, Inzuch, Identitätsthema und Apologetenproblematik ergibt eine Tragödie für die gesamte Menschheit. Vernünftige Familienplanung und das Ende von Verwandtenehen. Das alleine würde schon die größten Verbrechen an der Menschheit verhindern. Dann noch Naturrecht statt Rechtspositivismus und das Ende der Tyrannei durch die Religionen und andere Ideologien, die sinnlos die Menschheit in Wir und Die aufteilt. Und wir könnten dem Paradies im Hier und Jetzt schon richtig nahe kommen. Es ist ein weiter Weg. Aber die Schritte, die getan werden müssen, die kennen wir bereits. Und je mehr diese Schritte kennen, umso eher werden sie auch getan. Danke.